Vielen Dank. Ich freue mich auch, meine Damen und Herren. Ich freue mich so wie Sie. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich bin gerade heute so ein ganz klein bisschen unter Druck, aber was Schönes gibt es auch zu berichten. In 2 Monaten zieht unser Sohn jetzt endlich aus. Er ist 18, geht für ein Jahr nach Argentinien, Buenos Aires, in einen Slum. Freiwilliges soziales Jahr. Also wir mussten ihn zwingen, aber es ist ein freiwilliges soziales Jahr. Er hat es leider nicht von sich aus, sagen wir mal, energisch vorangetrieben, dieses Projekt. Das kann man jetzt nicht behaupten. Ist vielleicht aber auch nicht seine Kernkompetenz, Dinge von sich aus energisch vorantreiben. Ich will gar nicht schlecht über meinen Sohn reden hier. Er ist ein feiner Kerl, er hat seine Qualitäten, keine Frage. Ich habe sie nur bislang noch nicht entdeckt. Nein, stimmt auch nicht ganz. Was er wirklich kann, ist Freizeitgestaltung. Da staune ich immer wieder. Wie er das schafft, so viele verschiedene Freizeitaktivitäten miteinander zu kombinieren und dann so geschickt miteinander zu kombinieren, dass er sich praktisch in der Freizeit von der Freizeit erholt. Also das ist fantastisch. Also er sorgt wirklich in einer Art und Weise für eine Life-Life-Balance. Da können sich manche eine große Scheibe von abschneiden. Mir wirft er vor, ich wäre Workaholic. Das ist absurd. Ich weiß auch nicht, wie er das beurteilen will. So selten, wie ich zu Hause bin. Ja. Jedenfalls habe ich immer wieder gesagt, bitte, Monsieur, kümmere dich drum, geh in diesen Slum. Es ist üblich heutzutage, man geht mit 18 Jahren für eine Weile in ein Entwicklungsland. Habe ich jetzt schon häufiger gehört, das ist oft der Moment beim Vorstellungsgespräch, wo der Personaler noch mal hellhörig wird. Das macht sich sehr gut im Lebenslauf. Die Personaler haken danach, sagen, ach, Sie waren im Slum. In welchem Slum waren Sie denn? Mensch, in dem Slum war ich auch. Schon hat man eine gemeinsame Ebene. Abgesehen davon ist es einfach auch unglaublich sinnvoll. Man muss ja alles nicht immer so karriereorientiert sehen. Es ist einfach sinnvoll, mal ganz idealistisch gesprochen, wenn 18-jährige Deutsche in Kalkutta oder Buenos Aires oder wo auch immer in Slums gehen und da mit Waisenkindern zu tun haben, das ist eine Erfahrung, die du dein Leben lang nicht vergisst, sagen die Waisenkinder. Ja, Sie müssen sich vorstellen, das sind ja häufig emotional vollkommen verwahrloste Wohlstandskrüppel, diese 18-jährigen Deutschen, ne? Die dann tausende von Kilometern von zu Hause entfernt irgendwo im Slum sitzen und erstmal nichts anderes im Kopf haben, als Handyfotos vom Slum auf Snapchat oder Instagram hochzuladen. Ich meine, ist ja klar, die können ja nichts. Ne? Die haben ja auch keine Erfahrung. Was sollen die da? Aber wenn es gelingt, denen mal ein echtes Lächeln ins Gesicht zu zaubern, das sagen die Waisenkinder übereinstimmend. Das ist eine Erfahrung, die trägst du in deinem Herzen dein Leben lang. Ganz egal, was du später mal machst, darum geht's gar nicht. Ob du Kindersoldat wirst oder was auch immer, du weißt einfach, ich habe mal einem 18-jährigen Mitteleuropäer bei der Selbstfindung geholfen. Ganz wichtige Erfahrung, ganz wichtige Erfahrung. Ich habe ihm immer wieder gesagt, meinem Sohn, ja, Monsieur, bitte kümmere dich drum. Es ist nicht mein Slum, es ist dein Slum. Ich meine, ich kann dir gerne helfen, aber du bist im Driver's Seat, Monsieur. Ich will von dir die Initiative sehen. Ich meine, du musst auch langsam mal hier in die Hufe kommen. Es gibt da Fristen, am Ende sind die guten Slums alle weg. Dann musst du nehmen, was übrig bleibt. Mein Slum ist nicht gleich Slum, wissen Sie auch. Er zählt natürlich wie überall Lage, Lage, Lage. So, dann gibt es Slums mit gemauerten Häusern. Es gibt aber auch Slums auf Müllkippen, also die Unterschiede sind gewaltig. Da muss man ein bisschen auf Zack sein, da muss man ein bisschen auf dem Kiviv sein. Was traue ich mir zu? Was für ein Slum-Typ bin ich denn? Da muss man sich mal informieren. Ich habe immer wieder gesagt, Monsieur, ich will dein enttäuschtes Gesicht am Ende will ich sehen, wenn es gar nicht klappt, ja, wenn du es vergeigst, wenn all deine Freunde irgendwo in der Welt verteilt in den Slums sitzen und du als einziger zu Hause ein weiteres Jahr stumpf bei uns auf der Couch, da will ich dein enttäuschtes Gesicht aber sehen. Ja? Ein weiteres Jahr auf der Konsole FIFA zocken, dein enttäuschtes Gesicht, das will ich sehen. Am Ende habe ich mich gekümmert, das hatte keinen Sinn. Ich habe dann zum Glück im Netz noch eine Organisation gefunden, die ihn da last-minute-mäßig eingebucht hat. Es war Glück, es war Nachrückverfahren, es war jemand abgesprungen. Und deswegen jetzt Argentinien, Buenos Aires, ich würde sagen, es ist kein Top-Slum, aber es ist ein Slum. Das heißt natürlich auch, in 2 Monaten haben wir, meine Frau und ich,
bei uns im Haus ein freies Zimmer. Also Zimmer ist untertrieben, das ist eine Einliegerwohnung. Knapp 40 Quadratmeter, gar nicht mal so klein. Das war für uns damals ein Riesenplus beim Kauf des Hauses, diese Einliegerwohnung, weil wir dachten, wer weiß, was später ist, wenn wir alt sind, wenn wir gepflegt werden müssen, kann da natürlich wunderbar eine ausländische Pflegekraft einziehen. Mit ihrer Familie. Ja. Da sollte man schon drüber nachdenken. Was ist denn mal, wenn wir alt sind? Es ist kein schöner Gedanke, aber man sollte ihn irgendwann mal ja, im Kopf mal hin und her wenden. Was wird denn da sein? Weil früher konnte man vielleicht davon ausgehen, dass einen die Familie mal pflegt. Das ist ja heute nicht mehr so. Dass einen die Familie pflegt. Also ich kenne viele in meinem Alter, die sich schon fragen, meine Güte, die Familie, wenn ich mal 80 bin, schaffen das Mama und Papa dann überhaupt noch? Ich meine, sie sind rüstig, aber das ist natürlich eine Aufgabe. Also. Und auf unseren Sohn muss ich jetzt gar nicht zählen. Also, bis der mal ein Pflegeheim ausgesucht hat, ist er selber komplett senil. Also das ist keine Option. Also sie haben da eben so gekichert. Ich muss sagen, ich fand das jetzt von uns aus perspektivisch gesehen mit dieser Einliegerwohnung relativ clever. Und solange die Pflegekraft da noch nicht wohnt, ist dann eben unser Sohn eingezogen in diese Einliegerwohnung. Es war natürlich wunderbar, ein separater Eingang, kleine Küche, kleines Bad. Er hat weite Strecken seiner Pubertät in dieser Einliegerwohnung über die Bühne gebracht. Wir haben uns viel seltener gesehen seitdem, wir haben uns viel besser verstanden. Es ist ja so, Kinder bis 12 sind toll. Ne? Sind reizend, sind rührend, sind was Wunderbares. Ab 18, 20 geht's dann auch wieder. Dazwischen. Es ist die dunkle Zeit. Es sind die schlimmen Jahre. Es ist ja nicht nur, was da an Beleidigungen und Demütigungen über Eltern ausgekübelt wird. Es ist ja allein schon mal der Gestank. Wir können offen reden miteinander, oder? Ist Ihnen das zu hart? Ist Ihnen das zu direkt? Nein. Wir sind doch unter uns. Also ich muss wirklich sagen, was Elternnasen zugemutet wird, während der Pubertät ihrer Kinder. Ich weiß nicht, was die Natur sich dabei gedacht hat. Und dass Lehrer, die in der Mittelstufe unterrichten, keine Gefahrenzulagen bekommen, ja, ist mir vollkommen schleier. Allein ja, olfaktorisch, was da los ist. Ganz ehrlich, warum diese Turnschuhe Puma heißen, wird vielen Eltern erst klar, wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Und da kann man nicht so tun, als wäre nichts. Da kann man nicht so weiterleben wie bisher. Da muss man sich was überlegen. Dann gibt es Eltern, die schicken ihre Kinder schweren Herzens ins Internat. Das sind die wenigsten. Die meisten schicken sie sehr fröhlich ins Internat. Ich kenne auch Eltern, die sind selber 4 Jahre ins Internat gezogen, weil die Kinder nicht wollten. Und wir hatten die Einliegerwohnung und schon zu dem Zeitpunkt war uns klar, meiner Frau und mir, es hat sich gelohnt. Ich, Gott sei Dank haben wir dieses Haus, Gott sei Dank haben wir diese Einliegerwohnung. Und jetzt geht der Sohn ins Ausland, ne? Argentinien für ein Jahr. Und wenn er wiederkommt, denke ich, wird er irgendeine Ausbildung machen, vielleicht sogar irgendwas studieren, irgendwas, was ihm halt liegt, was seinen Neigungen, seinen Fähigkeiten entspricht. Entschuldigung. Da muss ich selber lachen. Ich weiß noch nicht, was es sein könnte. Konsolenwissenschaften möglicherweise. Cannabiskunde. Ich hoffe, es gibt da irgendeinen Bachelorstudiengang. Jedenfalls wird er nicht mehr bei uns wohnen, das ist klar. Er kann jederzeit zu Besuch kommen, gar keine Frage, wir freuen uns. Aber dann reicht auch das Gästezimmer. Das heißt, diese Einliegerwohnung, die ist erstmal frei. Und jetzt hatte meine Frau die Idee, wie wäre es denn, wenn wir diese Einliegerwohnung, knapp 40 Quadratmeter, separater Eingang, kleine Küche, kleines Bad, zumindest mal in diesem kommenden Jahr, in dem der Filius im Ausland ist, einem Flüchtling zur Verfügung stellen würden. Das ist meine Frau. Und dafür liebe ich sie. Sie ist so durch und durch altruistisch. Sie hat so ein großes Herz. Und dann ist sie gleichzeitig so pragmatisch, so zupackend, dass sie sagt, komm, das machen wir einfach. Und das meint sie auch so. Ich konnte gar nicht viel sagen. Ich hatte Tränen in den Augen, ich habe sie in den Arm genommen und nur sowas gesagt wie, Schatz, toll, tolle Idee. Ähm,
womit ich nicht gerechnet hätte, wirklich nicht, dass sie am nächsten Tag direkt bei der Stadt anruft und einen Termin für ein erstes Vorgespräch ausmacht. Ja, wie? Aber du hast doch gesagt, tolle Idee. Ja, ich habe gesagt, tolle Idee. Im Sinne von Idee. Weißt du, es gibt Ideen, die sind als Ideen stark. Die sind vielleicht sogar gerade als Ideen stark. Die verlieren vielleicht sogar, wenn man sie in die Tat umsetzt. Ich meine, muss man sich denn jeden Wunsch im Leben sofort erfüllen? Ich denke, nein. Nein, ich glaube wirklich, diese Idee wäre eine Idee aus der Kategorie Ideen gewesen, an die ich mich gerne Jahre später mit wohligem Schaudern zurückerinnert hätte. Weißt du noch damals, deine tolle Idee mit dem Flüchtling? Ich hatte Tränen in den Augen. Hab ich jetzt nicht mehr. Entschuldigung. Nein, ich finde die Idee gut. Ich fühle mich nur überfahren. Verstehst du das? Also nicht, dass Sie mich da irgendwie jetzt politisch in eine falsche Ecke stecken. Das wäre mir sehr unangenehm. Ich merke das schon, dass die Stimmung hier plötzlich ganz komisch in den Keller geht. Das entgeht nicht, dass Sie denken jetzt, was ist das für einer hier? Ne, einer von denen, die sagen, so geht's nicht weiter, das Boot ist voll, baut Mauern, zieht Zäune hoch. Ne, so ein Seehofer-CSU-Sympathisant. Das bin ich nicht, ganz bestimmt nicht. Ich finde, dass auch Seehofer unglaublich nervt. Und ich habe ja wirklich weder von Seehofer noch von irgendjemand anderem aus der CSU einen einzigen konstruktiven Vorschlag gehört. Im ganzen letzten Jahr nicht. Nicht einen. Ja, es ist immer nur Querschießen, Gestenker. Ja, Merkel versuchte irgendwie noch eine gemeinsame europäische Lösung zu finden. Da fährt er zu Viktor Orban. Was soll das denn? Wo haben die sich überhaupt kennengelernt? Seehofer und Orban bei Elitepartner.de oder was? Haben beide angekreuzt. Nichtraucher, keine Haustiere, keine Flüchtlinge. Was soll denn das? Ja, es geht immer nur ums Prinzip. Es geht ihm auch immer nur um Bayern. Es geht ja nur um die absolute Mehrheit in Bayern. Es geht um nichts anderes. Bei allem, was die CSU sagt, um nichts anderes. Und ich verstehe nicht, warum Merkel da nicht längst mal auf den Tisch haut. Aber mal so richtig. Warum sie sich jetzt auch noch entschuldigt. Ich verstehe es nicht. Warum kann sie nicht mal sagen, es reicht jetzt. Ja, ich bin hier die Kanzlerin. Ich habe die Richtlinienkompetenz. Ich denke mir immer, so ein Gerhard Schröder hätte sich das von einem Seehofer doch nie gefallen lassen. Im Leben nicht. Der Schröder hätte gemeinsam mit Joschka Fischer dem Seehofer abends aufgelauert und ihm die Klöten an die Ohren getackert. Ich glaube schon. Und ihm anschließend die Frau ausgespannt, ist klar. Das ist jetzt nicht Merkels Stil. Verstehe ich. Aber sie hätte zumindest mal sagen können, so Leute, Vertrauensfrage. Ich will jetzt wissen, steht ihr hinter mir oder nicht? Und wenn nicht, dann bin ich weg. Ja, und dann könnt ihr mal sehen, wie ihr Bundeskanzlerin Julia Klöckner den Unterschied zwischen G20-Gipfel und Weinfest erklärt. So. Hätte sie sagen können. Ich glaube, es wäre eine Drohung gewesen. Ich glaube schon. Wenn die Merkel sagen würde, Leute, ich will nicht mehr, ich brauche das hier nicht mit der Politik, ich ziehe mich zurück in meine Datsche, ich backe nur noch Pflaumenkuchen. Ja, es will doch kein anderer den Job machen. Wenn die Merkel sagen würde, ich backe jetzt nur noch Pflaumenkuchen, ja, was meinen Sie, was da los wäre? Ich würde dir das glauben. Wenn sie sagen, ich backe nur noch Pflaumenkuchen, reicht mir. Ich backe von morgens bis abends, backe ich nur noch Pflaumenkuchen. Und den Seehofer, den Gabriel und den Kauder nehme ich mit. Falls mir noch Pflaumen fehlen. Ja, also. Verstehen Sie? Ich will nicht, dass Sie jetzt denken, was ist das für ein verkappter Konservativer? Was erzählt er uns da? Ich habe Merkel bewundert, nicht, dass sie einmal haltungsstark war mit ihrem Wir schaffen das. Ich bin vielleicht auch Gutmensch. Ich stehe dazu. Ja, wir können ja offen reden. Ich bin Grünwähler, so wie Sie. Ja? Entschuldigung, das hatte ich. Das war jetzt, glaube ich, das hatte ich mir. Nein, das war. Entschuldigung, können wir das schneiden? Das hatte ich mir für morgen. Für Kulturkeller Marburg hatte ich mir dafür. Das war, sorry, weiß. Egal, aber Sie wissen, was ich meine. Sie wissen, was ich meine. Ja? Ich bin liberal, ich bin progressiv. Ich habe es meiner Frau nochmal gesagt. Schatz, die Idee ist gut. Ich meine, du kennst mich. Ich habe nicht prinzipiell was gegen diese Idee. Ich meine, wir haben viele Freunde mit Migrationshintergrund. Ich bin nun wirklich locker. Also, ich kenne niemanden, der so locker ist wie ich, ganz ehrlich. Also, ich bin liberal bis dorthin. Unser Hund lebt in einer offen schwulen Beziehung. Was soll ich noch sagen?
Ich meine, nur lass uns darüber nachdenken, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Es ist ja oft eine Frage des Timings. So lange haben wir das Haus auch noch nicht. Wäre es nicht auch schön, noch mal eine Weile zu zweit? Ich meine, wir könnten ja nicht mal. Nein, vielleicht ist das Projekt halt ein gutes Projekt für in 10, 15, 20 Jahren. Die Flüchtlinge laufen ja nicht weg. Ist ja doof. Entschuldigung, nein, du musst jetzt nicht böse. Ich meine nur. Ich möchte diesen Satz jetzt mal beenden. Dass wir bitte einmal darüber nachdenken, in welcher Situation wir gerade sind. Und ich meine, wir haben da auch eine Verantwortung. Habe ich auch nochmal gesagt. Wir haben da eine Verantwortung. Wenn wir sowas machen, dann sind wir mit dafür verantwortlich, dass Integration funktioniert. Ja, dann müssen wir Deutschland erklären. Ja, Mülltrennung. Damit geht es ja schon mal los, habe ich gesagt. Nimm dir schon mal ein paar Tage frei. Allein für den Mülltrennung. Aber meine Frau hat gesagt, das traut sie sich zu. Und sie hätte jetzt einmal auch zugesagt und sie wird den Termin gerne wahrnehmen und war sie da und ich habe noch gedacht, vielleicht wird sie ja ausgelacht. Ich hätte es ihr nicht gewünscht, aber ich habe es in Erwägung gezogen, dass die vielleicht sagen, gute Frau, was stellen Sie sich vor? Wissen Sie, wie viele Freiwillige wir hier haben, Tag für Tag, die Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen wollen, gerade wo jetzt die Balkanroute dicht ist, wo sollen wir die Flüchtlinge alle hernehmen? Habe ich mir gedacht, es war aber ganz anders. Meine Frau kam zurück und war regelrecht enthusiasmiert. Und die bei der Stadt hätten sich auch sehr gefreut, weil es eben so ein tolles Angebot wäre. Nicht als Einliegerwohnung, abgeschlossene Einheit, wunderbar. Es käme nächste Woche nochmal jemand vom Wohnungsamt, um das alles zu begutachten. Aber so wie meine Frau das beschrieben hätte, da bekämen sie das auf jeden Fall vermittelt. Ich habe gesagt, ist ja schön. Nein, weil es uns auch nochmal zeigt, dass diese Immobilie einfach eine gewisse Attraktivität hat, nicht als Immobilie, also bei jedweder Nutzung. Ich hätte mir ja zum Beispiel auch einen Arbeitsbereich zu Hause sehr gut vorstellen können. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, es ist okay, aber ich finde auch theoretisch, also konjunktiv, hätte ich ein Arbeitszimmer gut gebrauchen können. Also ich hätte mir da zum Beispiel gerne ein Tonstudio eingerichtet in dieser Einliegerwohnung, weil ich, vielleicht wissen Sie das gar nicht, ich mache sehr erfolgreich Musik. Ist so ein bisschen mein zweites Standbein, eigentlich jetzt finanziell mein Hauptstandbein. Ich habe eine musikalische Marktlücke entdeckt und ich hätte alles schallgedämmt, wäre völlig autark gewesen. Ich hätte sehr viel Musik produzieren können, wann immer mir danach ist, morgens, mittags, abends, nachts. Und diese Marktlücke ist was ganz Besonderes. Ich mache eben ganz spezielle Musik und zwar mache ich Kindermusik, aber auch nicht einfach nur irgendwie Kindermusik, sondern eben ganz besondere Kindermusik. Und zwar ist das, was ich mache, das ist vegane Kindermusik. So, das ist das Label. Vegane Kindermusik, also vegane vegane Kinderlieder, also Kinderlieder frei von Tieren und tierischen Produkten. Können Sie sich vorstellen, ne? Keine Hühner, keine Gänse, keine Schweine, keine Pferde, keine Hunde, keine Katzen, keine Bienchen, aber eben auch keine Milch, kein Honig, kein Fell. 100% vegan. Es gibt so viele Eltern, die sagen, toll, genau danach haben wir gesucht, weil wir das eben gerne auch mit der veganen Ernährung ganzheitlich praktizieren möchten, mit unseren Kindern zusammen. Und ja, es klingt vielleicht ein bisschen abstrakt jetzt. Vielleicht muss ich Ihnen da ein konkretes Beispiel, damit Sie das nicht so lächerlich finden. Ich werfe das mal so in den Raum, ich stelle es einfach mal in den Raum. Ich sage es jetzt einfach mal so. Meine aktuelle CD, Schrotz, du hast das Korn gestohlen. Ich sage es einfach mal. Amazon-Verkaufsrang 2 bei Kinder- und Jugendmusik. Ich bin direkt hinter Rolf Zukowski. Also, das lohnt sich durchaus. Da bleibt schon was hängen. Und ich habe auch meiner Frau noch mal gesagt, Schatz, ich wäre zum Beispiel gerne bereit, mal einen Karton CDs, vegane Kinderlieder, einfach mal zu spenden. Ans Flüchtlingsheim. Ne? 20 Stück umsonst. Ich meine, die freuen sich doch auch, das kennen die doch gar nicht. Vegane Kinderlieder. Oder kommt 2 Kartons, 40 Stück. Ne? Muss ich keinen Cent dran verdienen. Nehmt sie und verteilt sie unter den Armen. Ich meine, wenn jeder so hilft, wie er kann. Und auch wie er mag. Ist denn nicht dann letztlich allen am meisten geholfen? Eine Freundin von uns, Yoga-Lehrerin, die hat jetzt einen Aushang gemacht im Bürgerhaus, Yoga für Flüchtlinge. Finde ich auch klasse. Genauso was meine ich, Yoga für Flüchtlinge. Speziell auf Flüchtlinge abgestimmtes Yoga
kostenlos, nicht? Yoga speziell für Flüchtlinge. Finde ich großartig. Es hat sich noch kein einziger Flüchtling gemeldet, aber ich finde es toll. Ne? Von der Idee her ist es toll. Ich meine, offenbar ist das nicht das Erste, woran man denkt, wenn man eine Flucht hinter sich hat, dann mal Yoga zu machen. Also wenn man jetzt, ne, vielleicht knapp dem Tod entronnen und noch Verwandtschaft im Krisengebiet, dass man da jetzt drüber nachdenkt, sich mal wieder zu erden. Die sind da anders als wir, diese Flüchtlinge. Ja, dass man vielleicht drüber nachdenkt, die eigene Mitte wiederzufinden, die Chakren durchpusten zu lassen. Dabei wäre es ja sinnvoll. Also mir sagen ganz viele in letzter Zeit, ich sollte Yoga machen. Hör ich ganz oft. Ja, warum machst du kein Yoga? Also gerade du musst doch Yoga. Du machst kein Yoga. Warum machst du? Also gerade du musst doch Yoga. Also natürlich, jetzt mach doch mal Yoga. Das wird dir so gut. Und gerade du musst, ja natürlich bei deinem Stress und allein die Körperhaltung. Du musst doch, ja, gerade du musst doch, jetzt mach doch bitte mal Yoga. Ich meine, ich habe nichts gegen Yoga. Ich finde Yoga prima. Ich glaube, das ist wirklich sehr sinnvoll. Es ist mir nur zu komplex. Man kann ja nicht sagen, ich mache jetzt Yoga und dann macht man halt Yoga. Das wäre wie in eine deutsche Bäckerei zu gehen und zu sagen, ich hätte gern ein Brot. Da sagt die Fachverkäuferin auch, ja, Brot. Ne? Bei Yoga ist es ganz ähnlich. Es gibt so viele verschiedene Yoga-Arten. Ich habe mal angefangen, mich zu informieren. Das ist der Wahnsinn. Es gibt Hatha-Yoga, Karma-Yoga, Raja-Yoga, Kundalini-Yoga, Bikram-Yoga, Hormon-Yoga, Lach-Yoga, Tuch-Yoga, Faszien-Yoga, Power-Yoga, Chakra-Yoga, Yoga-Fungi, Yoga-Satchatella. Es gibt alles. Es gibt... Es gibt inzwischen, ungelogen, habe ich letztens gelesen, es gibt Yoga, um sich vom Yoga zu entspannen. Das ist mir zu komplex. Ich weiß natürlich, ich muss was machen. Ja. Ist mir völlig klar. Man muss in meinem Alter was machen. Ich muss was machen. Mitte 40, ganz schwieriges Alter. Man muss was machen. Also, alles geht auseinander, das Hemd spannt, alles lässt nach. Ich muss was. Auch meine Freunde sagen immer, hör mal, du musst aber was machen. Ich sage, ja, ich weiß nicht, ich muss was machen. Und dann bin ich letztes Mal wieder gejoggt. Nach langer Zeit bin ich mal wieder gejoggt. Und da muss ich sagen, nee. Also joggen, nee, 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 nee. Es ist nicht meins, es wird auch nicht meins. Joggen, nee. Und da bin ich aber mal geschwommen. Jetzt, wo es im Sommer noch so schön war, bin ich geschwommen. Morgens. Und da muss ich sagen, nee. Also überhaupt, nee. Überhaupt nicht meins. Also dann lieber joggen, aber eigentlich auch nicht joggen. Also... Ich habe wirklich vieles ausprobiert und ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben und inzwischen habe ich meinen Sport gefunden. Ich hatte schon nicht mehr daran geglaubt, aber ich habe inzwischen wirklich genau den Sport gefunden, der zu mir passt, der mir entspricht, der mich stärkt, der mir Energie gibt, der mich aufbaut. Ne? Und zwar ist das witzigerweise Rückbildungsgymnastik. Das ist genau mein Sport. Ist das irre? Das ist genau mein Sport. Ich war erst genauso überrascht wie Sie. Wie gesagt, ich habe schon nicht mal daran geglaubt. Und dann habe ich die Anzeige gesehen, Rückbildungsgymnastik, die neuen Kurse beginnen, jetzt anmelden. Ich habe gedacht, komm, das machst du einfach mal. Und ich war da einmal, es hat Klick gemacht. Ich wusste, genau das ist es. Es ist genau mein Sport. Ich mache das inzwischen 3-4 Mal die Woche. Gehe ich da zum Rückbildungsgymnastikkurs. Es geht schon fast in Richtung Leistungssport. Und ich bin richtig gut. Sagen auch die anderen Mütter. Und die Kursleiterin meint, sowas wie mich hätte sie überhaupt noch nicht gesehen. Und es ist ja so, wenn man so einen Sport macht, ja, das prägt einen durchaus. Und mir geht es zum Beispiel so, ich kann inzwischen andere Sportarten gar nicht mehr so richtig ernst nehmen. Ist vielleicht gemein, ne? Aber ich finde das immer so ulkig. Also wenn ich zum Beispiel so einen präpotenten Macker treffe, ja, also, der mir vielleicht noch stolz seinen Bizeps präsentiert, ich kann inzwischen über sowas nur noch lachen. Dann zeige ich meinen Beckenboden. Und dann ist Ruhe. Vielen Dank. Ich habe irgendwann gemerkt, so. Ich muss jetzt langsam mal das Heft in die Hand nehmen. Ich muss jetzt mal proaktiv, wie man heute sagt, ne? Proaktiv muss ich jetzt mal aktiv werden. Also nicht reaktiv, proaktiv. Und ich bin zu meiner Frau gegangen, proaktiv. Habe gesagt, Schatz, pass auf, wir machen das gemeinsam. Ich stehe hinter dir. Es ist unser Projekt mit dem Flüchtling. Ich finde allerdings,
Wir haben als Paar das Recht, uns ein Einwanderungsgesetz zu geben. Ja, so wie Staaten ja auch auswählen, wer passt zu uns, wer passt nicht zu uns, haben wir doch umso mehr als Haushalt, ja als Paar, das einen Flüchtling aufnehmen will, haben wir doch das Recht zu gucken, wer bringt vielleicht irgendwas mit an Fähigkeiten, an Qualifikationen, was zu uns passt, wer passt zumindest vom Charakter her. Ich habe gesagt, pass auf, Schatz, mein Vorschlag, wir gehen proaktiv zu diesem Flüchtlingscafé der evangelischen Kirche. Ist eine wunderbare Einrichtung bei uns im Stadtteil. Alle 14 Tage findet es statt. Ein zwangloses Kennenlernen zwischen Flüchtlingen und Interessenten. Ja, es ist ganz locker, das ist das Gute. Es ist ganz locker, ganz zwanglos. Alles kann, nichts muss. Wer Angst vor Muslimen hat, stellt sich halt ein bisschen näher an die Mettbrötchen. Verstehen Sie? Ja, es ist... Das meine ich. Es ist ganz entspannt. Es ist ganz entspannt. Da gehen wir hin. Und da suchen wir uns unseren Flüchtling selbst aus. Meine Frau war einverstanden und wir waren da. Und was soll ich sagen? Wir haben David kennengelernt. David, ich habe jetzt mein Handy nicht da. Ich könnte Ihnen sonst ein Foto zeigen. David aus Eritrea. Also eigentlich Dawid. Aber ich habe gedacht, ich spreche es direkt Deutsch aus. David. Und er war Journalist in Eritrea, was eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Wir wissen, schreckliche Diktatur, das Nordkorea Afrikas, sagt man ja auch. Und er ist geflüchtet über Äthiopien, Sudan, Libyen, dann übers Mittelmeer nach Europa, unter Umständen, für die es in unserer Sprache keine Begriffe gibt. Er ist jetzt knapp 2 Jahre in Deutschland und spricht ein Deutsch, dieser David, dass es mir wirklich die Schuhe ausgezogen hat. Wie hat er das formuliert? Das Amt sagt, ich sei anerkannt. Indirekte Rede mit Konjunktiv 1. Mein Sohn weiß gar nicht, dass es so eine Form überhaupt gibt. Ja? Der hätte das mit ich so eher so formuliert. Eher so vom Amt so bis anerkannt. Ich so, geil, Alter. Aber Abitur. Gut, anderes Thema, nicht reinsteigern, nicht aufregen. Das Amt sagt, ich sei anerkannt. Ich sage, David, was sprechen Sie denn für ein tadelloses Deutsch? Ja, sagt er, das wäre seine Leidenschaft und er wäre so gerne in Deutschland, er wäre so dankbar nach all dem, was er erlebt hat. Und er hat 2 Sprachkurse gemacht, hat sich da reingefuchst, hat alles aufgesogen wie ein Schwamm. Er organisiert sich deutsche Bücher, er liest deutsche Zeitungen. Ich habe gedacht, wie kann es denn sein, dass wir jemanden mit einer solchen Energie, einer solchen Leistungsbereitschaft nicht sofort integrieren in unsere Mehrheitsgesellschaft? Einen Mann mit einem solchen Elan. Und einem solchen Humor, den hat er nämlich auch und das hat mich wirklich endgültig für ihn eingenommen. Es war wirklich so lustig, wir haben uns eine Weile unterhalten und er hat mir erzählt, was so seine Eindrücke sind von Deutschland. Und ihm ist zum Beispiel aufgefallen, dass in Deutschland einige Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen. Ich habe gesagt, ja klar, jeder wie er mag, aber er fand das irgendwie eigenartig. Er dachte, Deutschland, Industrienation, warum sind hier nicht alle Kinder geimpft? Und neben uns stand so eine selbstgebartigte Waldorf-Truller. Ja? Er ist natürlich sofort eingemischt, ist klar. Ja, das stimmt. Wir lassen die Kinder wirklich nicht impfen, weil es besser ist für ihr Immunsystem. Ja, deswegen veranstalten wir auch Masernpartys, damit die Kinder sich anstecken. Es ist gut für die Kinder, wenn die die Krankheiten auch mal durchmachen. Kommen Sie gerne mal vorbei bei so einer Masernparty. Sie sind herzlich willkommen. Und David sagt, das fände er sehr interessant. Aber wenn das denn so gut ist fürs Immunsystem, warum denn dann nur Masern? Warum dann nicht auch mal Typhus, Cholera, Tuberkulose oder die Pest? Was ich sehr originell fand für jemanden, der knapp 2 Jahre in Deutschland ist. Ja? Ich meine, egal wie Sie jetzt zum Thema Impfen stehen, meine Damen und Herren, ich spüre natürlich durchaus, dass hier teilweise die Stimmung wieder ganz komisch in den Keller geht gerade. Hier hängen auch die Eiszapfen von der Decke an der einen oder anderen Stelle. Jetzt mal egal, lassen Sie das mal einfach außen vor. Es ist doch einfach wahnsinnig originell. Und ich habe mich ausgeschüttet vor Lachen. Ich fand es so lustig. Und die Waldorf-Troller überhaupt nicht. Keine Miene verzogen. Wirklich kein Funken Humor im Leib. Die Eule, das hat mich aufgeregt. Man, was vermittelt das für ein Bild von Deutschland? Auch dieses Verbissene, diese Freudlosigkeit, dieses Spaßbefreite, furchtbar. Und dann wurde sie auch richtig unangenehm. Dann sagt sie, ja, vielleicht können Sie das ja nicht so beurteilen, weil Sie da in Ihrem Afrika keinen Zugang hatten zu den richtigen Informationen. Ich schicke Ihnen gerne mal ein paar Links, da können Sie sich eingehender informieren. Und David, nicht auf den Kopf gefallen, setzt noch einen drauf und sagt,
Ihm ist auch aufgefallen, dass in Deutschland die Eltern die Kinder immer sehr sorgfältig anschnallen im Auto. Immer der beste Kindersitz, Testsieger, TÜV geprüft. Ob es denn für ein Kind nicht auch gut wäre, so einen Unfall einfach mal durchzumachen. Ich hab geschrien vor Lachen und die Waldorf-Troller ist abgerauscht und er ruft noch hinterher. Und überhaupt, Gurte wäre doch von der Natur eigentlich gar nicht vorgesehen. Ja? Ich habe gesagt, David, High Five. Wir sind zu meiner Frau gegangen, ich habe gesagt, darf ich vorstellen, unser neuer Mitbewohner, David aus Eritrea. David, Sie kommen vorbei, ich mache uns ein veganes Sushi. Kennen Sie noch gar nicht? Egal, werden Sie kennenlernen. Ich zeige Ihnen die Einlegerwohnung, Sie werden begeistert sein. Ich erkläre Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Mülltrennung, gar kein Problem. Haben Sie in 3-4 Monaten haben Sie das raus. Und ich freue mich so, ich sage einfach schon mal herzlich willkommen. Und da sind wir nach Hause gegangen, meine Frau und ich. Und wir waren so glücklich. Sie war glücklich, weil ich jetzt so glücklich war. Und ich war glücklich, weil ich jetzt so glücklich war. Und dann habe ich mich doch gewundert, als David zum vereinbarten Zeitpunkt nicht bei uns erschienen ist. Und ich habe versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Ich habe es gar nicht verstanden. Er ging nicht ran. Und dann habe ich nochmal versucht. Handy war ausgeschaltet. Am nächsten Tag auch, am übernächsten Tag ebenfalls komplett aus. Das Handy aus. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe gedacht, er wird ja wohl nicht doch abgeschoben worden sein. Geht doch eigentlich gar nicht. Und gestern hat er dann plötzlich angerufen aus heiterem Himmel und hat gesagt, er wüsste nicht, ob er schon bereit wäre, zusammenzuziehen. Das wäre ihm vielleicht doch eine Spur zu eng. Wir hätten da sehr konkrete Vorstellungen, was eine gemeinsame Zukunft angeht. Er hätte Angst, dass ihm da die Luft fehlen könnte zum Atmen bei uns, dass ihn das vielleicht sogar erinnern könnte an seine Heimat Eritrea bei uns. Es lag nicht an uns, es lag an ihm. Und das mit der Mülltrennung würde sich auch nicht zutrauen. Und kennen Sie das, wenn man was hört und die ganze Zeit denkt, ja, was ist denn jetzt? Was heißt denn das? Ich höre dich reden. Ja, aber was willst du mir denn sagen? Was heißt denn? Ich meine, was passiert denn hier gerade? Was passiert denn hier bitte gerade? Und dann wurde mir klar, was da gerade passiert. Der Flüchtling sagt ab. Der Flüchtling sagt ab. Und das war der Moment, meine Damen und Herren. Entschuldigung, aber da bin ich sauer geworden. Da bin ich einfach mal gepflegt ausgerastet. Ich meine, es kann doch wohl nicht wahr sein. Wir hatten doch alles vorbereitet, meine Frau und ich. Wir hatten abendelang am Küchentisch gesessen und Pläne geschmiedet. Wir hatten Freunde angerufen. Wir haben Dinge organisiert. Wir haben ihm ein Praktikum bei der Lokalzeitung organisiert. Er hätte da direkt anfangen können als Journalist. Wir haben für ihn eine ermäßigte Mitgliedschaft im Fitnessstudio ausgehandelt. Das war auch nicht so einfach. Wir haben in unserem Wahn haben wir überlegt, ob wir vielleicht mal zusammen in Urlaub fahren. Mal zu dritt, mal eine Flugreise vielleicht. Ja, hat er doch noch nie gemacht. Eine Flugreise. Das letzte Mal ist er doch mit dem Schlauchboot, natürlich. Muss ja nicht Eritrea sein, aber vielleicht woanders in Afrika. Oder man sagt, 10 Tage Schnupperurlaub, Afrika. Ne? Komm, David, zeig uns dein Afrika. Wir hätten das alles gemacht. Darf man so mit Menschen umgehen? Ich finde nicht, dass man das darf. Und plötzlich dachte ich, vielleicht hat unser Innenminister de Maizière, vielleicht hat er ja doch recht gehabt. Manchmal denke ich, er hat vielleicht recht gehabt mit seinem Wort von der Ankommenskultur. Ja, es gibt eine Ankommenskultur, hat de Maizière so gesagt. Es gibt nicht nur eine Willkommenskultur, es gibt auch eine Ankommenskultur. Ja, man erkundigt sich mal, in was für ein Land gehe ich denn da? Man macht sich schlau, man kauft sich einen Reiseführer, verdammt nochmal. Man informiert sich über Sitten und Gebräuche. Man kommt zum Beispiel in Deutschland nicht mal einfach so vorbei. Das gehört sich nicht. Man ruft vorher an. Ich werde hier beschossen, passt es euch gerade? Und man bringt auch was mit, man kommt nicht mit leeren Händen. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Meine Güte, Nudelsalat, kann doch jeder. Haben wir dafür den Flüchtlingen im letzten Herbst unsere alten Stofftiere geschenkt? Ja, dass jetzt ein David daherkommen kann und sich verhalten kann wie ein normaler Mensch?
ich war so aufgebracht, ungelogen. Ich war kurz davor, mich bei Facebook mit Viktor Orban anzufreunden. So sauer war ich. In dem Moment kam mein Sohn rein. Ey, was ist denn los? Das ist mein Sohn. Das ist schon das Höchste der Gefühle. Da ist schon der Emotionspegel ganz oben, ganz am Anschlag. Ey, was ist denn los? Ich kann dir sagen, was los ist. Der Flüchtling hat abgesagt. Das ist los. Ey, Papa, chill mal. Ey, hallo, kann der vielleicht machen, was er will? Ey, das ist ein erwachsener Mensch. Erwachsener Mensch, das ist ein Flüchtling. Also natürlich ein erwachsener Flüchtling, aber einer, dem ich helfen wollte. Ich meine, du bist ja auch erwachsen, aber jetzt nicht in dem Sinne erwachsen. Sind wir uns einig? Doch, Papa, ich bin erwachsen, auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Ich bin 18. Ich weiß, dass du 18 bist. Ja, alles gut. Hey, komm, ich war nie einer von diesen schrecklichen Helikoptereltern, die immer um ihr Kind kreisen und ihm nichts erlauben. Naja, ey, also ich weiß nicht. Wie, naja, ey, also was soll das denn? Naja, ey, also ich weiß nicht. Bis ich 16 war, durfte ich keinen 1000-Meter-Lauf machen, weil ich noch nie so weit von zu Hause weg war. Okay. Ja, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn deine Mutter und ich noch ein bisschen drauf achten, was du so machst. Ich meine, was passiert sonst? Was war mit dem Slum? Da ist gar nichts passiert, da musste ich mich drum kümmern. Ja, ey, ich will ja auch gar nicht in den Slum. Natürlich willst du in den Slum. Nee, will ich nicht. Das haben wir doch gemeinsam besprochen. Nein, das hast du so bestimmt. Das meine ich mit gemeinsam besprochen. Ey, Papa, merkst du was? Es geht immer nur um dich. Es geht immer voll nur um dich. Echt, du bist so egozentrisch. Du bist voll egozentrisch. Echt. Ey. Mega. Ich bin egozentrisch? Ist dein Ernst? Ich bin egozentrisch. Dann können wir das hier beenden. Nö, da will ich nicht weiterreden. Nö, da können wir das Gespräch beenden. Ey, Papa, jetzt krieg dich mal ein. Ey, hallo, dann sag dir halt ab, das ist das Leben. Das ist das Leben. Wenn das das Leben ist, ja, habe ich ein Problem damit. Das heißt immer, das Leben schreibt die besten Geschichten. Das ist Bullshit. Das Leben schreibt überhaupt keine guten Geschichten. Eine gute Geschichte wäre gewesen. Ich habe Ängste. Ich habe Vorbehalte, ich überwinde mich. Ja, der Flüchtling kommt, wir lernen uns kennen, wir lernen uns schätzen, wir werden Freunde. Wir gehen beide als bessere Menschen aus dieser Situation hervor. Es gibt einen kleinen Artikel in der Lokalzeitung, Integration gelungen, dank an den deutschen Helfer. Ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen. Aus, Ende, Abspann. Gute Geschichte, komplett mit allem, was eine Geschichte braucht. Anfang, Mittelteil, Schluss, ja. Gute Dramaturgie, klare Botschaft, Moral, alles dabei. Das Leben schreibt aber selten solche Geschichten. Das Leben schreibt Geschichten wie, der Flüchtling sagt ab. Ja, Scheißgeschichten ohne Sinn und Verstand. Wenn das das Leben ist, will ich das Leben nicht hier haben, nicht hier bei mir in meinem Haus. Soll das ein Witz sein oder was? Ja, es ist ein Witz, nenn es einen Witz. Es ist eine Pointierung. Ich meine, es ist eine Strategie, mit dem Leben klarzukommen, mit der Realität. Ich meine, anders ist es ja auch nicht auszuhalten. Müsste dir bekannt vorkommen, warum nimmst du Drogen, Monsieur? Hä? Ey, ich nehme überhaupt keine Drogen. Mag sein, es ist aber besser für meine Geschichte. Guck mal, das ist wieder eine gute Geschichte. Ja, verstehst du? Wir haben beide ein Problem mit der Realität. Ich mache Witze, du nimmst Drogen und da treffen wir uns. Auf der Ebene treffen wir uns. Da sind wir uns einig. Ja, wenn wir ein Problem hatten mit der Realität, warum müssen nur wir uns ändern, wenn wir ein Problem haben mit der Realität? Warum kann ich auch mal die Realität sich ein wenig selbstkritisch hinterfragen, woran es denn liegen könnte, dass wir ein Problem mit ihr haben? Ich meine, es gehören immer zwei dazu. Guck mal, es wird gekichert, das kann man so auf der Bühne bringen oder auch im Fernsehen. Hä, wie jetzt? Du willst jetzt unser Gespräch hier auf der Bühne bringen oder im Fernsehen? Ja, warum nicht? Okay. Aber hey, Papa, du machst aus mir nicht so einen kiffenden Computerspiele-Nerd, ja? Nein, das würde ich auch nicht sagen. Papa, sei bitte ehrlich. Ich bin ehrlich. Ey, du bist überhaupt nicht, du bist kein Stück ehrlich. Ey, ich kann dich überhaupt nicht greifen. Dann mal bist du ironisch und dann wieder nicht. Sei doch mal ehrlich. Ey, mal warst du jemals ehrlich, auch zu mir? Natürlich war ich ehrlich, auch dir gegenüber. Klar, man muss ja. Also wir haben jetzt länger nicht miteinander geredet, aber ich war auch mal ehrlich, lass mich kurz überlegen. Doch, natürlich, ich erinnere mich. Es ist schon ein bisschen her, du warst noch sehr klein. Und weißt du,
wenn man so ein kleines Kind hat und so eine kleine junge Familie ist, dann ist das ja sehr schön. Es ist wahnsinnig schön. Es ist anstrengend, aber es ist auch wahnsinnig schön. Es gibt Momente, die sind so schön, dass man sie vor Glück fast nicht aushält. Und dann denkt man doch als vernunftbegabtes Wesen, dass man als Mensch ja nun mal ist, leider. Automatisch in solchen Situationen daran, wie es anderen Familien gerade geht. Man kann doch gar nicht anders. Man denkt automatisch an Familien im Krieg, auf der Flucht, in Homs, in Aleppo. Man denkt an weinende Kinder und sterbende Eltern und umgekehrt. Und kann man sowas seinem Kind sagen? Kann man das seinem Kind erklären, dass wir in dieser Welt leben, was alles gleichzeitig passiert? Dass Menschen auf der Flucht sind, während wir unseren Yoga-Lehrer machen, kann man seinen Kindern ehrliche Schlaflieder singen, dann würde kein Kind mehr einschlafen. Aber ich habe das versucht damals. Ich habe gedacht, das muss doch gehen. Das war lange vor den veganen Kinderliedern. Da habe ich gesungen für dich und das war ehrlich. Ehrlich. Schlaf, mein Kind. Schlaf nur ein. Die Welt ist nicht gut und wird es auch nie sein. Du siehst sie noch auf deine eigene Weise. Für dich ist die Nacht einfach friedvoll und leise. Für dich scheint draußen ein gütiger Mond. Wird die Erde von freundlichen Wesen bewohnt. Weißt noch nicht, wo du wirklich bist. Schlaf, mein Kind. Schlaf nur ein, unterm weiten Himmelszelt ist ein Weinen in der Welt. Der liebe Gott ist gestorben und die Nachtigall lügt, denn sie singt nicht von Terror und Krieg. Schlafe gut, schlafe ein, du hörst die Erde nicht schreien. Schlafe ruhig und solange du kannst, hab keine Angst. Schlaf, mein Kind, schlaf nur ein, nichts ist gut in der Welt und wird es auch nie sein. Doch du schließt die Augen, als gäb's keine Fragen, als wär unser Dasein von Liebe getragen, dass für dich die Welt noch friedlich ist und der Mensch noch gut macht mir wieder Mut, ich geb auf dich Acht. Gute Nacht.